Läuft das? Ja. Läuft. Leroy. Ja. Läuft bisher, ne? Es läuft richtig gut. Ich finde nur noch, dass wir hier nackt rumfahren. Bam, bam, bam. Wie findest du die Challenge? Klingt lustig. Das klingt lustig. Davon? Mach ich. Okay, da sind wir jetzt alle ganz schön gespannt. Leroy. Kübra, was geht ab? Was hallo! High five, komm, na? drehen uns mal um, zack. So. Wo bist du denn? Hier, drüben. Ah, falsche Richtung. Anderes drüben. Ja, hier. Ja. Da ist er. Sehr gut. Sehr schön. Wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, mir geht's auch. Ich bin ein bisschen nervös. Jetzt schon? Ja. Aber nicht wegen dir? Ich bin auch, nicht wegen dir. Hm. Ich bin halt sehr aufgeregt, weil wir haben ein paar dreiste Sachen vor, würde ich sagen. Hast du denn Bock? Ich habe richtig Bock. Ich hab dreiste Sachen für dich vorbereitet. Also nur zum Verständnis, wir beide haben vor, heute mal in Köln abzuchecken, wie dreist man als Rollstuhlfahrerin oder Rollstuhlfahrer sein kann. So, Leroy, meine erste Challenge an dich ist, du gehst zu einer Passantin oder zu einem Passanten und leihst dir 5 Euro. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, Kübra, warum? Warum bist du so zu mir? Gibt es hier die Möglichkeit, noch auszusteigen oder so? Nein. Nein. Nein, du hast den Vertrag schon leider unterschrieben. Okay. Ich werde es versuchen, ja. Ich gebe mein Bestes. Gibt es die Möglichkeit, dass sie mir 5 Euro leihen für ein Ticket? Ich habe kein Geld. Kein Geld? Keine Chance? Okay. Schade. Ich nehme die beiden Jungs, die da drüben sind. Jungs, habt ihr eine Minute Zeit? Ich kann ganz kurz stören. Das ist schlecht, ja. Ist ganz schlecht? Ja. Guck mal, ich habe. Wollen die Bahn kriegen, vorher noch schnell. Habt ihr einen Fünfer für mich? Weil ich kann kein Bahnticket jetzt gerade kaufen. Ich habe kein Portemonnaie dabei und bin gerade echt ein bisschen am Arsch. Leider nicht so. Gar nichts? Gar nichts. Gar keine Möglichkeit? Okay. Leider kein Erfolg gehabt, ja. Letzter Versuch, Kübra. Letzter Versuch. Entschuldigung, haben Sie eine Minute Zeit? Keine Minute Zeit? Alles klar. Kübra, wir drehen nochmal um, ich habe hier noch zwei. Entschuldigung, sprecht ihr Deutsch? Natürlich. Ich habe ein Problem, ich habe mein Portemonnaie verloren und brauche 5 Euro, um ein Bahnticket zu kaufen. Hättet ihr 5 Euro für mich? Wir haben... Also ich persönlich, ich habe überhaupt kein Geld dabei. Gar kein Geld? Überhaupt kein. Und du, 5 Euro? Ich komme sonst hier nicht weg, das ist gerade... Nur leihen. Ja, wir haben überhaupt nichts. Gar nichts? Ich hätte zum Beispiel Geld gegeben, aber ich habe nichts. Du hättest mir das Geld gegeben? Ja. Guck mal, pass auf. Wir filmen das Ganze mit einer versteckten Kamera. Da ist eine Kamera. Und da, siehst du ihn? Da ist noch eine Kamera. Siehst du ihn? Da, der Zucker Peace. Ich habe ihm gesagt, nochmal, ich habe nochmal versucht, die Tour mit dem Bahnticket zu machen. Yeah. Und er hat wirklich gesagt, hätte er jetzt 5 Euro dabei. Ich glaube, sein Freund, ehrlich gesagt, hatte 5 Euro. Oh. Aber der sprach nicht so gut Deutsch und wollte mir die dann nicht geben. Aber die hätten dir das schon gegeben? Ich glaube, der hätte mir das wirklich gegeben. Ja. Boah, wie krass. Ja, gut gemacht. Tschüss. So, Leroy, du hast deine erste Challenge mit Bravour bestanden. Ich bin echt stolz auf dich. Dankeschön. Kübra, wir können jetzt noch drumherum reden, aber jetzt bist du dran. Du bist jetzt dran. Wir sind immer noch am Dom, ne? Und ja, wir sind noch am Dom. Wenn du hier rechts hochfährst, kommst du zum wahrscheinlich teuersten Hotel in ganz Köln. Die Lage ist perfekt und... Ich soll da jetzt einchecken. Ja, einchecken wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Also so viel Geld haben wir jetzt auch nicht dabei. Aber verdammt. Was super wäre, und damit rechnet wirklich keiner, wenn du vorne an der Tür nach einem Glas Wasser fragst. Ah! Weißt du, da kommen Topstars rein, die sind komplett verpflegt. Und dann kommst du mit dem Rollstuhl da an und sagst, ja, hallo, ich hätte gern ein Glas Wasser. Okay. So jemanden, der kann ich auch sagen, dass mir so ein bisschen schwindelig ist oder so? Nee, ich würde es lieber dreist halten. So. Okay, na gut. Einfach, du hast Durst und von mir aus hast du den ganzen Tag nichts getrunken. Okay. Aber du möchtest ein Glas Wasser haben jetzt. Und das ist dir auch wirklich dringend, ja? Alles klar. Kriegst du das hin? Ich krieg das hin. Okay, es geht los. Ach du Scheiße. Das Hotel befindet sich direkt vor mir. Hallo. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Bitte. Würde ich vielleicht ein Glas Wasser bekommen?
Nur ganz normales Leitungswasser. Ein Glas. Ja? Super. Danke, das ist total lieb. Hier, soll ich hier warten? Ja. Okay. Wow, das ist extrem lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine kleine Anmerkung. Und zwar, ich wollte nur nach der Reaktion gucken, ob ich so dreist sein kann und in einem Hotel nach Wasser fragen kann. Ist das in Ordnung für Sie, wenn das auf meinem Vlog auf YouTube erscheint? Ja. Ja? Ja, sind Sie damit einverstanden? Ja, okay, das war extrem nett von Ihnen. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. So, Leute. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, der war ja so süß. Und ich habe voll seine Gutherzigkeit ausgenutzt. Oh, jetzt fühle ich mich schlecht. Dann wollen wir mal zurück zu Leroy und ihm die frohe Botschaft verkünden. Hallo! Du bist ja am Smilen. Ja, Kübra, wie war's? Wie war's? Was glaubst du denn? Also du bist am Lächeln, das heißt, es ist irgendwas Lustiges. Aber ich bin ja passiert. Immer am Lächeln. Ja, okay, aber jetzt gerade ist schon so Sonnenschein-Lächeln. Ja. Ja. War lustig? Ja, also es hat mir fast das Herz gebrochen. Was? Ich bin rein, also ich habe direkt den Portier gefragt und das war ein bisschen älterer Herr. Ja. Und ich habe ihn ganz normal gefragt, ob ich ein Wasser kriege. Und dann ist er direkt rein und hat mir eine Wasserflasche. Und ich bin ihm noch hinterher. Und er hat mir direkt eine nagelneue Wasserflasche gegeben und er war übelst nett. Ich glaube, der war einfach so herzlich, der hätte das bei jedem gemacht. Okay. Ich glaube schon. Ja, cool. So. Cool. Ja, so, ich stelle dir jetzt auch eine Aufgabe und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, weil ich sehr gespannt bin. Und zwar sollst du dir eine Person aussuchen, den du als Wingman oder Wingwoman benutzt, meine ich. Das heißt, du gehst zu jemandem hin und sagst, hey, ich finde die Person irgendwie voll süß, aber ich traue mich nicht, dahin zu gehen. Könntest du mir nicht eben die Nummer besorgen? Kübra, warum? 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 Ja, wir wollen ja auch ein bisschen Spaß haben, ja, ne? Ein bisschen Spaß, also wir wollen ja so ein bisschen auch unterhalten, würde ich sagen. Das ist ja auch schon so eine Aufgabe. Mhm. Aber gut. Machst du? Ja. Er macht es. Ach du meine Güte. Okay. Ja, dann. Wer ist mein Wingman? Wer ist dein Wingman? So, Leroy, viel Erfolg. Dankeschön. Wir beobachten das Ganze natürlich aus der Ferne. Herzlich willkommen bei Kübras Herzblatt, die Dating-Show, bei der Kübra, ich kann dich noch hören. Hier steht einfach keine Frau. Nirgendwo steht eine Frau irgendwie einfach nur so rum. Ich habe schon meinen Wingman gefunden, aber... Mir fehlt die Frau. Oh Gott. Ich muss dir was sagen. Weißt du eigentlich, was für eine schöne Person du bist? Jetzt mal ehrlich. Echt? So eine, ja. Oh Gott. So eine schöne Person, wirklich. Einfach so? Ja. Dankeschön. Oh. Das ist wirklich selten, dass ich das zu jemandem sage. Aber ohne Witz. Das ist echt so. Echt? Ja, das ist echt. Voll lieb. Also ich habe mir das ja nicht ausgesucht, aber voll lieb, dass du so einfach zu mir kommst. Dankeschön. Ehrlich. Ich muss dich mal loswerden. Bevor ich gehe, habe ich gesagt, sagst du das nicht. Dankeschön. Du hast diesen Drang. Vielen, vielen Dank. Ja, voll das schönste Kompliment heute. Dankeschön. Ja? Dankeschön. Na? Was soll ich sagen, Kübra? Was ist da los? Was war das, Leroy? Ich hab die Challenge, ohne was zu tun, geschafft. Was war das? Erklär es. Hast du es nicht gehört? Du hast nicht gehört, ne? Hat sie dir ein Kompliment gemacht? Ja. Sie ist zu mir gekommen und hat einfach original gesagt, ich muss das jetzt noch loswerden. Du bist eine wunderschöne Person. Wow. Also,
Ich hätte es natürlich auf die Spitze treiben können und noch nach der Dönerfrage. Aber da ich mir wäre es gerade nicht so angebracht. Ach du mal, passiert dir das öfter? Muss ich sagen. Nein. Nein. Das war jetzt schon ein Zufall, aber. Aber cool, schon. Ne? Also sie war ja auch süß. Ja. Ne? Hätte man machen können, oder? Mein Gott, da fange ich schon die Show hier an mit Dating und Herzblatt Kübra. Ja, und da klärst du die Nummer nicht. Ja. Soll ich nochmal hinterher? Nee, ich glaube, jetzt ist es auch zu spät. Aber wie schön, dass es so geile Menschen gibt, die auf dich zukommen und sagen, ey, siehst gut aus. Ihr habt das Mädel gerade gesehen, was Leroy angesprochen hat. Wir haben uns überlegt, sie mit ins Boot zu holen und einen Wingman zu suchen, der dann von ihr die Nummer klärt für Leroy. Das heißt, sie ist unser Maulwurf quasi. Und Leroy fragt sie gerade, ob sie das mitmachen möchte oder nicht. Also Aufgaben erledigen und ich würde jetzt mir einen Wingman suchen, dass er dich anspricht für mich. Und die Frage ist, ob der für mich praktisch so deine Nummer klärt. Das heißt, ich würde ihm sagen, hier drüben sitzt ein so hübsches Mädchen so. Alles easy. Wäre in Ordnung? Okay, cool. Alles easy. Frage ich ihn mal, ja. Das war auf jeden Fall ein langer, lustiger, aufregender Tag mit dem Leroy zusammen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Challenge von ihm ausgegangen ist, ob er einen Wingman gefunden hat, ob dieser Wingman die Nummer klären konnte, dann müsst ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder vorbeikommen. Und damit ihr nicht verpasst, wann das Video online kommt, könntet ihr, solltet ihr, das Glöckchen auf einschalten, damit ihr eine Benachrichtigung darüber bekommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!